Ja, jetzt geht es endlich los. Ich denke, wir haben letztes Jahr hart dafür gearbeitet, dass wir die Chance jetzt haben, international spielen zu dürfen. Wir haben jetzt zwei Playoff-Spiele, in denen wir ja alles abrufen müssen. Der Gegner wird sicherlich nicht einfach, wird kein Selbstläufer. Wir freuen uns aber alle drauf. Jetzt haben wir die Chance in Baku, ja, sagen wir, 3 Punkte zu holen oder das Spiel zu gewinnen und uns da das Selbstvertrauen wieder zu holen. Dann geht es schon weiter in Braunschweig, aber ich denke, am wichtigsten ist, dass wir uns jetzt erstmal auf Donnerstag konzentrieren. Wir wissen auf jeden Fall, dass es keine schlechte Mannschaft ist. Also es wird kein Selbstläufer und alle, die erwarten, dass wir die mal kurz aus dem Stadion schießen. Ich denke, ja, da sollten alle vorsichtig sein mit der Auffassung oder mit dem Glauben, dass wir da hinfahren und ja, mal schnell 4-5-0 gewinnen. Ich denke, das wird auf keinen Fall so. Das ist eine gute Mannschaft, haben ein paar gute Einzelspieler. Und müssen da auf jeden Fall Vollgas geben. Wenn wir zu Null spielen und das Spiel gewinnen, ist natürlich super, aber wenn wir ein Gegentor fressen und schießen trotzdem zwei oder drei, dann ist das auch okay. Alle träumen davon, die Fans singen in den Spielen davon. Ich denke, das ist für jeden was ganz Besonderes und man sieht natürlich dann auch die Euphorie bei den Fans. Und dann, ja, wenn solche Dinge passieren, freut es uns natürlich als Mannschaft, wenn uns da natürlich so viele Fans begleiten. Das ist dann was Schönes. Ich meine, es liegt ja nicht gerade um die Ecke. Aber wie gesagt, man bekommt leider nicht alles mit.